Hallo ihr Lieben. Ich habe heute ein fettes aufgebraucht und platt gemacht für euch. Bin mal gespannt, ob wir diesmal durch alles durchgehen werden oder ob wieder was fürs nächste Mal übrig bleibt. Denn letztes Mal habe ich es schon abgebrochen, weil so viel drin war. Und ja, es ist wirklich viel. Es ist hauptsächlich Beauty, bisschen Körperpflege, also Beauty-Produkte in der Hauptsache. Und wenn ihr Bock auf das Video habt, holt euch einen Kaffee oder einen Tee oder ein Wasser. Lehnt euch zurück. Und viel Spaß beim Video. Ich fasse hier random in die Kiste. Vermutlich wird die dekorative Kosmetik bis zum Ende übrig bleiben. Das ist in den meisten Fällen so. Wenn sie mir zwischendurch in die Finger fällt, dann ist es so. Ich habe aufgebraucht von Balea Professional das Keratin Volumen Haarspray mit extra starker und flexibler Halt. Das stimmt. Ich benutze das, wenn ich mir meine Wellen mache. Ich habe auch jetzt so ein bisschen Wellen in den Längen bei meinem Pferdeschwanz. Es hat einfach den ganzen Tag geregnet und ich war draußen unterwegs und deswegen hat es keinen Sinn gemacht, die Haare offen zu tragen. Und ja, hier ist Pflegeformel mit Keratin und Kirschblütenextrakt. Ich mag das wirklich gerne. Es lässt sich super toll auskämmen. Meistens tue ich es nicht, sondern das bleibt halt drin, bis ich die Haare das nächste Mal wasche. Weil ich wasche mir die Haare, curle sie mir in der Regel am nächsten Tag dann und dann kommt ein bisschen Haarspray rein und bis zum nächsten Mal waschen bleibt es halt drin. So ist es bei mir. Genau, ich mag es total gern, es ist super günstig, ist natürlich auch schon wieder im Einsatz. Ich habe jetzt mal von Isana Man das Rasiergel Sensitiv mitgenommen von Rossmann oder aufgebraucht. Ich mag das von Balea tatsächlich lieber, aber ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich jetzt gerade dabei habe und ich muss dieses Wort versuchen zu unterlassen, denn es wurde mir unter meinem letzten Blog gesagt, ich sage es zu häufig, es tut mir leid. Genau und tatsächlich böse. So, das habe ich aufgebraucht, fand es in Ordnung. Ja, ist ein Rasiergel. Ist nicht so ergiebig, finde ich. Also andere Rasiergele, die ich kenne, die gehen dann noch irgendwie so ein bisschen auf, wie so ein Schaum, Duschschaum. Ich kann es nicht erklären. Ja, aber alles in allem mag ich Rasiergel lieber als Rasierschaum. Das war in Ordnung. Gibt es bessere? Wahrscheinlich tut es das auch 100%. Dann habe ich einmal leer gemacht von Cien, der Lidl-Eigenmarke, die Wattepads. Da gibt es nicht viel zu sagen, außer das sind die besten Wattepads, die man günstig kaufen kann. Ich habe schon von allen möglichen Marken alles Mögliche ausprobiert und ich finde, die sind mit Abstand die besten. Und ich glaube, zwei Packungen kosten 2,50 Euro oder so und das sind ja solche Schlangen. Also von daher kann man nun wirklich nicht meckern. Dann ist leer von Dalton, die Bodycare Q10 Body Lotion. Ich sage euch jedes Mal, wenn ich euch von der erzähle, wie unglaublich toll ich die finde. Die Pflegewirkung ist der Wahnsinn. Die zieht vernünftig schnell weg. Die riecht toll, die pflegt die Haut toll. Alles an dieser Body Lotion ist wunderbar, sodass sie leer ist. Aber natürlich habe ich Ersatz bekommen und muss nicht ohne sie weitermachen. Von daher richtig, richtig toll. Und mein Code Single Melanie gilt tatsächlich noch heute, Sonntag, bis 23.59 Uhr, dann ist der Code vorbei. Einen höheren Code gibt es im gesamten Jahr nicht. Ich meine, das Jahr ist jetzt auch fast vorbei, aber es gibt nur einmal im Jahr zu den Single Days die 30%. Von daher schlagt dazu, wenn ihr noch was haben möchtet und denkt dran, bald ist Weihnachten. Und wenn ihr jemandem was Gutes tun wollt, nutzt den Rabatt aus. Mein Tipp von mir für euch, mein Tipp von mir ist auch sinnvoll. Wunderbar, liebe ich total und ist, wie gesagt, aufgebraucht und platt gemacht. Leer ist und war in meinem, Project 10 Pan das Kiko Pure Clean Eyes and Lips, der Make-up-Entferner, ölhaltig. Ich fand den am Anfang richtig doof, dann fand ich ihn jetzt ganz gut. Er ist nicht so gut wie der von Isana, habe ich jetzt so im Vergleich festgestellt, weil der von Isana, wenn ich mir damit Wimperntusche von den Wimpern entferne, wovon auch sonst, geht das mit dem von Isana schneller. Hier muss ich dann doch ein bisschen länger reiben. Dafür habe ich hier nicht diese furchtbar dunkelroten Augen gehabt, wenn ich damit abgeschminkt habe. Der Preisunterschied rechtfertigt für mich allerdings nicht, von dem einen auf das andere Produkt umzusteigen. Der von Isana kostet zwischen 1 Euro und 1,50 Euro und der hat, glaube ich, um die 8 bis 10 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau. Als ich mit Dalton in Malaga war, habe ich alles dabei gehabt, nur meine Abschminkprodukte nicht. Und habe dann den als Notfallprodukt gekauft. Und ja,
Ist okay, aber muss man für das Geld dann doch nicht kaufen. Von Kneipp ist aufgebraucht. Die Du bist wunderbar Pflegedusche. Mochte ich sehr gerne mit Granatapfel und Kakao. Hier ist auch wirklich alles rausgequetscht, was irgendwie ging. Ich mag an den Tuben, dass die so dünn sind. Theoretisch könnt ihr die auch aufschneiden und was rausnehmen, ohne dass ihr euch verletzt. Das ist wirklich dünnes Material. Bin ich total begeistert. 98% biologisch abbaubare Inhaltsstoffe. Die Verpackung ist gut. Der Inhalt ist ohne Mikroplastik. Hier steht nach Öffnen 3 Monate haltbar. War in irgendeiner Box mit drin, habe ich aufgebraucht. Ich finde die Kneippduschen wirklich, wirklich gut. Und deswegen sehe ich überhaupt gar keinen Grund, warum ich mir das nicht auch mal nachkaufen sollte, wenn ich hier mal leer laufe. Aufgebraucht habe ich von Kueshi oder Küshi. Ihr könnt mir ja mal schreiben in die Infobox, in die Kommentare, ob ihr die Marke kennt. Ich hatte von denen schon das ein oder andere Produkt. Und zum Beispiel so einen Facetoner vor Jahren, den fand ich auch richtig toll. Mochte ich total gerne. Und diese Vanilla Body Lotion fand ich auch richtig, richtig gut. Die war auch entweder in einer Trend Raider Box oder in einer Glossy Box mit drin. Der Duft wirklich so schön. Riecht auch nach einer richtig schönen Vanille. Nicht so super künstlich, wie viele andere Produkte das haben. Also ganz, ganz wunderbar. Und ja, habe ich sehr genossen. Es zu benutzen war auch super reichhaltig. Hat sogar einen Moment gebraucht, bis es dann eingezogen ist und sowas. Finde ich, ist immer ein sehr gutes Zeichen. Dann habe ich natürlich auch Masken aufgebraucht, aber ich glaube, die nehme ich mir zum Schluss vor, weil kommt man das Zeug gar nicht ran. Mein lieber Herr Gesangsverein, was ist denn hier los? Ich habe Lea ist von Baleamed das ultrasensitiv Gesichtswasser, das ich natürlich auch wieder im Einsatz habe. Finde ich ganz großartig. Mikrobiom Balance ohne Parfüm, Parabene, Farbstoffe. Es kostet 2,99 € in der Drogerie und ich finde, es ist mit Abstand bislang der beste super milde Toner bzw. super milde Gesichtswasser, das ich bislang hatte. Also wirklich richtig schön. Was steht hier? Klärt, belebt die Haut, eine ideale Vorbereitung auf die nachfolgende Pflege. Die sanfte Formulierung hilft, das natürliche Schutzsystem der Haut zu bewahren. Mit Panthenol ist es besonders schonend zu gestresster und irritierter Haut und es ist ohne Alkohol. Wirklich großartig. Ich war damals so traurig, als sie es vom Markt genommen haben und ich weiß noch, dass ich von einigen Zuschauerinnen ein paar Flaschen zugeschickt bekommen habe, sodass ich wirklich ausgekommen bin mit dem Gesichtswasser, bis Balea bzw. DM irgendwie ein Jahr, anderthalb später gesagt hat, wir nehmen es wieder rein, weil die Leute es vermissen. So großartig, also super, super tolles Produkt. Ja, dann ist Lea von Dalton, die habe ich vergessen, mir nachzubestellen. Das ist die Face Care Push-Up Effekt Hals- und Dekolleté-Creme. Die finde ich auch richtig toll. Ist jetzt nicht so, dass die einen tollen, besonderen Duft abgibt, aber die pflegt richtig schön und die Haut großartig. Einfach großartig, kann ich nur empfehlen. Wahrscheinlich tut es auch eine normale Bodylotion. Es ist nur für meinen Kopf, dass da Hals und Dekolleté draufsteht, die Hals- und Dekolleté-Creme draufsteht, dass es dann in dem Bereich noch ein bisschen toller pflegt. Ist wahrscheinlich Spinnerei, ist mir aber egal. Ich finde es großartig und werde sie mir auf jeden Fall wieder nachordern. Eieiei. Leer ist die Suncare Prevent and Control After Sun Body Lotion von Dalton, habe ich aufgeschnitten, wie ihr seht, weil ich alles raushaben wollte. Dieses Plastik ist tatsächlich sehr, sehr stabil und man kommt dann besser ran und holt tatsächlich auch das letzte bisschen raus. Ich glaube, nachdem ich die aufgeschnitten habe, konnte ich mich noch zweimal eincremen, also das lohnt sich schon. Riecht toll, das ist eine schöne gelige Textur. Wollte ich aufgebraucht haben, bevor es in den Winter geht, weil da brauche ich oder möchte ich immer noch ein bisschen mehr Pflege haben. Aber für den Sommer mega. Also es kühlt die Haut, gerade wenn so ein bisschen Sonnenirritation vorliegen oder ihr auch super aufgeheizt seid. Ich fand auch immer nach dem Duschen im Sommer hinterher diese Lotion aufgetragen, hat man so, ja, tolles Hautgefühl. Wirklich ein richtig schönes Produkt und ja, ist jetzt leer. Warum ich hier die Verpackung wieder reingeschmissen habe, kann ich euch eigentlich nicht sagen. Leer ist von Dalton.
die Q10 Augencreme. Meine Creme für morgens. Ich finde die so toll, die... komm jetzt mal raus. Ich finde die so toll, da die pflegt so unglaublich gut, spendet gut. Ich weiß gar nicht, Feuchtigkeit. Sie ist wirklich ein richtig toller Anti-Aging-Effekt, richtig schön. Um die Augen auftragen und leicht einklopfen, richtig schön. Also die Q10 Energy Boost gibt der Haut einfach was. Sie ist super reichhaltig, zieht aber trotzdem schnell weg. Das heißt, morgens für meine Morgenroutine mit Gesicht waschen, Toner auftragen, entweder ein Serum oder ein Booster auftragen, meine Gesichtscreme. Das hier im Moment nehme ich zusätzlich auch noch das Augengel von Dalton, einfach weil die Partie im Moment so ein bisschen trockener ist. Meine Haut muss sich gerade erst wieder an die Heizungsluft gewöhnen, dann ist die um die Augen immer noch so ein bisschen zickiger und ein bisschen knittriger als sonst. Genau, und die ist einfach so, so, so schön. Also benutze ich seit Jahren, zeige ich euch seit Jahren, werde ich auch hoffentlich noch Jahre benutzen. Ich hoffe, sie wird für immer funktionieren. Q10 für morgens, Extreme Lift für abends, im Sommer nehme ich auch die teilweise abends. Ganz, ganz fantastische Pflege. Dieses wunderbare Produkt von Molton Brown war in der Glossy Box mit drin. Das war so ein schönes Duschgel, wirklich. Orange Bergamott, also der Duft ist so einfach traumhaft, wirklich. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das in Full Size kaufe, weil ich es so, so schön finde. Pflegewirkung von Duschgel, ich kann nicht aufhören dran zu schnuppern. Pflegewirkung von Duschgel, finde ich, merkt man so eigentlich nicht. Ne? Man schäumt sich ein und duscht es ab und dann ist halt weg. Aber ich finde, es duftet halt auch einfach im Moment danach. Ne? Auch wenn ich morgens duschen war, und meistens gehe ich abends duschen, aber wenn ich dann mal am Wochenende morgens duschen bin oder war und dann eine Stunde, zwei Stunden später ins Bad gehe, es riecht noch danach und der Duft ist einfach so, so, so schön. Kennt ihr Molton Brown? Habt ihr von denen schon mal was probiert? Es ist einfach toll. Ich gucke hier jetzt gerade mal nach meinem ganzen... Das ist echt der Wahnsinn. Aber ich habe auch... Ist auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal ein Aufgebraucht-Video gemacht habe, bin ich ja auch ehrlich. Und das letzte Mal habe ich nicht mal alles gezeigt. Oh, ist das viel. Wahnsinn. Leer ist. Aufgebraucht habe ich. Oh mein Gott, ich muss das mal eben sortieren hier, das ist nicht viel. Ich habe aufgebraucht von Youty die zweimal die Deep Hydration Augengel-Pads. Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E sind enthalten und 20 bis 25 Minuten soll man sie liegen lassen, dann runternehmen und das verbleibende Serum sanft in die Augenpartie einklopfen und natürlich wird das die Haut um die Augen gemeint und nicht ins Auge selbst, aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Zwischen 89 Cent und 1,09 € habe ich dafür bislang bezahlt und für die Drogerie wirklich sehr, 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 sehr gute Augenpads. Von Dalton habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hydrogel-Augenpads aufgebraucht. Die sind wunderbar. Die haben, wenn ich die aufgelegt habe, ist die Hautpartie deutlich glatter, deutlich entspannter, fühlt sich super, super gut an. Und ich bin Fan mit Plankton und Rotalge, mit Hyaluronsäure und Panthenol. Wunder, wunderbare Augenmasken. Ich habe sie immer im Kühlschrank liegen, ich habe sie immer da. Und ich wurde letztens mal gefragt, wenn ich Dalton nicht als Kooperationspartner hätte und mir alles selber kaufen müsste, ob ich das machen würde, ja. Und welche Produkte ich zu 100% immer wieder kaufen würde, also zu 100%, selbst wenn das Geld mal knapp wird, wo ich mir das tatsächlich abknapsen würde. Das sind einmal die Hydrogel-Augenpads, dann diese Facecare Hydrolift-Maske und meine Q10-Nachtcreme. Da geht, also es gibt doch so, so viele mehr Produkte, aber wenn es nur drei sein dürften. Naja, es sind auf jeden Fall 6 Stück aufgebraucht. Im Übrigen auch auf die Masken. Ich glaube, da sind 4 oder 6 drin in einem Paket. Ich bin mir nicht sicher. Darauf gilt der Code Single Melanie auch. Also auch gerade wenn ihr jemandem eine Freude machen wollt und die wunderbaren Masken vielleicht zu Weihnachten, Nikolaus,
was auch immer verschenken möchtet oder euch selber vor der Weihnachtszeit noch richtig schön, ach herrlich, nutzt den Code. Dann ist aufgebraucht von Current Body Skin die Hydrogel-Augenmaske. Davon habe ich eine aufgebraucht. Ich habe mal schauen wollen, ob, wenn ich diese Infrarot-Brille aufsetze, ob es einen Unterschied macht, ob ich diese Hydrogel-Augenpads verwende oder einfach nur eine Hyaluronsäure bzw. ein Hyalurongel oder einfach nichts. Und ich kann tatsächlich keinen Unterschied feststellen. Aber das hier soll tatsächlich die Wirkung noch verstärken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es verstärken die Wirkung der Infrarotstrahlen verstärken soll oder die Wirkung der Augenpads. Das habe ich tatsächlich nicht so richtig verstanden. Aber da habe ich im Übrigen auch einen Code, und zwar mit Melanie CB, alles in einem Wort. Und alles groß geschrieben, spart ihr 10% bei Current Body. Also die Masken sind trotzdem schön, und über die LED-Masken brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Da gibt es auch die Foreo Luna, die ich liebe. Es gibt auch die kleine Foreo ohne diese Stromgeschichte. Die reicht für mich völlig aus. Ich mag diese Stromgeschichte im Gesicht irgendwie sowieso nicht. Wir haben ganz, ganz viele Sachen im Angebot. Ich profitiere von dem Code nicht. Es ist nur für euch. Ich habe nachgefragt, weil ich ein paar Mal gefragt wurde, wenn ich meine Maske gezeigt habe, ob ich da nicht auch einen Code habe. Und dann habe ich die 10% bekommen. Augenmaske. Einmal die Firm Hydrate Nourish Maske, die extra für die LED-Brille entwickelt wurde, glaube ich. Auf jeden Fall sieht es für mich so aus. Die Pflegewirkung, also man kann sie nicht vergleichen mit anderen Hydrogelmasken, finde ich. Sie ist sehr, sehr rutschig auf dem Gesicht, zerfällt total schnell, und dieses Gel ist so dünn und fragil wie eine Gelatine. Also vielleicht ein bisschen fester als Gelatine. Aber die Haut fühlte sich mega und sah ganz toll aus. Nach Verwendung dieser Maske zusammen mit dieser kompletten Face Shield LED-Maske. Also die fand ich auch richtig, richtig gut. Und zweimal die Hydrolift-Maske noch in der alten Verpackung. Ich habe auch noch ein paar, bevor ich mit der neuen Verpackung anfangen kann. Die Biozellulose-Express-Maske mit 20 ml Serum. 100% natürliche Biozellulose-Express-Maske für ein geglättetes Erscheinungsbild und einen jugendlich frischen Teint. Überzeugende Soforteffekte durch ein Zusammenspiel aus Zillomer-Meeresextrakt, kurz- und langkettiger Hyaluronsäure unter einem hochmolekularen Plankton-Extrakt. Richtig, richtig schön. Für mich die Maske, sage ich euch immer, und ich weiß, viele können es auch einfach nicht mehr hören, weil die Platte hat einen Sprung. Absolute Sofortverjüngung. Meine Haut sieht den Tag und den Tag danach deutlich jünger aus, gleichmäßiger, viel schöner. Also, ich liebe sie. Eine Maske, die wirklich einen Effekt hat. Hyaluron Orea, meine komplette Serie. Einmal das Serum und einmal die Feuchtigkeitscreme. Meine Produkte für morgens oder im Sommer teilweise auch abends, weil schön reichhaltig, zieht gut ein, pflegt die Haut toll. Feuchtigkeit, 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 das ist einfach fantastisch, und tatsächlich habe ich mit der einen ähnlichen Effekt, auch was die Hautpflege, das Hautgefühl angeht, wie bei der Hals- und Dekolleté-Creme, also bei dieser Hyaluron-Urea-Creme, und ja, mit dem Serum natürlich dann der doppelte Feuchtigkeitsboost, und man muss sie natürlich nicht nur im Gesicht anwenden. Ich finde es richtig toll und habe sie Gott sei Dank auch da und kann sie weiter verwenden, weil ohne ist keine Option. Die hier von Dalton, die Derma Balance beruhigende Cream Rich Sensitive Care, kann ich euch auch total empfehlen. Wenn ihr sowieso empfindliche Haut habt, natürlich auch im Gesicht. Ich benutze sie tatsächlich in der Bikini-Zone nach dem Rasieren. So, so schön. Seitdem ich die dafür entdeckt habe, und wer hat mich darauf gebracht? Die wunderbare Claudi von Claudis Welt. Keine Rasurpickelchen mehr, keine Irritation mehr. Fantastisch. Die beruhigt die Haut in dem Moment, in dem sie berührt. Wahnsinnig, wahnsinnig schön. Wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und wenn ihr sie ausprobieren möchtet, dann lohnt es sich jetzt mit dem Code erst recht, denn sonst gibt man wahrscheinlich so viel Geld für eine Creme in dieser Region nicht unbedingt aus. Aber ja, ich bin ganz, ganz großer Fan und habe sie natürlich auch im Einsatz. Von Yepoda, das nehme ich mit zur Schminke.
von Garnier Oliad, meine hellbraune Haarfarbe. Für den Ansatz, fantastisch, hält gut, sieht gut aus, ist unkompliziert anzubringen, verursacht bei mir keine Irritation, ich hebe immer nur den Schnipsel auf, weil warum soll ich die ganze Verpackung darin aufbewahren, nimmt nur Platz weg. Und wie gesagt, weil ich immer wieder gefragt werde, welche Haarfarbe ich benutze, Garnier Olia ohne Ammoniak in der Farbe 6.0 hellbraun. Genau. Was haben wir hier denn noch? Noch mehr Dalton, und zwar einmal der Triple Hyaluron Booster, feuchtigkeitsspendende Braunalge mit Plumping-Effekt. Also man weiß es ja wahrscheinlich auch, ne, dass Hyaluron Feuchtigkeit für die Haut gibt. Ist also ein echter wunderbares Produkt und ich liebe den Hyaluron Triple Hyaluron Booster für meine Gua Sha Routine, mit der ich tatsächlich auch das Gefühl habe, dass alles wird so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Also natürlich ersetzt das kein Facelift, wenn man da sehr, sehr hängende Gesichtshaut hat, aber das macht schon was mit der Haut und die sieht dann einfach auch mega, mega toll aus. Und ja, diesen Plumping-Effekt hat man dann halt zusätzlich zu der wunderbaren Steinmassage. Und auch leer gemacht hatte ich die Extreme Lift Anti-Falten Augencreme, meine Creme für abends von Dalton, die ich auch sehr, sehr, sehr liebe. Und die Extreme Lift Reihe ist mit einer der teuersten Serien bei Dalton. Die Augencreme, die ist schon wirklich hochpreisig. Und ja, ich persönlich würde sie dann jetzt kaufen, wenn ich einen Code hätte. Und natürlich müsst ihr nicht meinen nutzen, sondern es gibt auch noch andere Mädels, die einen Code haben. Was haben wir hier noch? Ich habe zwei Lifestyle-Produkte, und zwar einmal von Kringle Candle Mystic Sands, das Wax Melt. Das habe ich für meine Lampe gekauft. Ich benutze keine Lampe mehr mit Teelichtern, sondern ich habe hier eine mit einer Glühbirne drunter, die erhitzt das. Dann riecht der ganze Raum über Tage immer wieder, wenn ich die anmache. Also das hält auch wirklich lange. Ich breche immer so ein Eckchen raus. Also insgesamt sind da meiner Meinung nach 5 Portionen drin. Das ist in der Mitte der Runde. Das runde Ding ist auch völlig ausreichend. Und ja, ich finde das so, so, so schön. Und muss demnächst auch mal wieder eine Bestellung bei Kringle Candle auslösen, weil ich die echt schön fand. Und von More Nutrition habe ich ein Blueberry Cheesecake Chunky Flavor, so eine Probe, mal gekauft. Und grundsätzlich ich mag die Chunky Flavor oder einige davon. Cheesecake finde ich auch gut, dieses normale American Cheesecake. Ich finde allerdings, es ist ein bescheuertes Produkt, weil spätestens, wenn das 2-3 Monate auf ist, es wird härter und härter und härter. Und bei meinem American Cheesecake ist es inzwischen so, also normaler Cheesecake, der ist ein harter Stein. Mir wurde letztens gesagt, ja, dann zerkloppt den doch und packt den in die Kaffeemühle. Es ist ein großer, knallharter Stein. Und man kann auch nichts dagegen machen. Man könnte wahrscheinlich mit Hammer und Pickel, könnte man das auseinanderkloppen und dann zerkleinern. Aber wer möchte diesen Aufwand? Deswegen, wenn ihr die More Nutrition Sachen mögt und zwischendurch einfach nur mal haben möchtet, dann kann ich euch auch diese kleinen Sachets empfehlen. Manchmal sind die auch im Angebot. Es ist lecker, aber die Full Size ist a pain in the ass. Ich würde es nie wieder kaufen, wirklich nie wieder, weil ich das einfach ein Unding finde. Oh, da ist noch was. Okay, wir haben noch 2 Produkte von Dalton. Und zwar einmal die 2 wunderbaren Ampullen, einmal die C. Super Feuchtigkeitskicks, super, also wirklich richtig, richtig schön. Da, man hat das Gefühl, man bekommt die Wirkstoffe direkt unter die Haut eingeschleust. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, das ist ganz toll. Und Q10, Energy Kick, die Haut strahlt, wird ebenmäßig großartig, finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe tatsächlich mal wieder, das ist auch schon lange her, ein Enzympeeling gemacht. Ich habe die ja da und ich finde die wirklich, wirklich toll. Nutze die einfach nur viel zu selten. So ein Sachet reicht bei mir für 2 Behandlungen. Das heißt, ich mache davon ein bisschen was in die Hand und packe ich ein bisschen Gesichtswasser mit drauf oder einfach Wasser aus dem Kran.
vermische das so ein bisschen, verteile mir das ins Gesicht, mache die Finger immer wieder feucht, bis ich es mir quasi vom Gesicht wieder runter massiert habe oder nehme dann Mikrofasertuch. Ganz, ganz toller Effekt. Aber bitte hinterher kein chemisches Peeling benutzen, weil das ist eine sehr unangenehme Reaktion. Und jetzt habe ich wirklich nur noch Produkte, die für mich unter dekorative Kosmetik laufen. Wahnsinn. Sag mal so, ich bin begeistert, was ich hier alle so drin habe. Wahnsinn. Ich fange mal mit den Tonern an. Oder Gesichts, nicht Tonern, sondern Produkten, die ich zum Make-up fixieren bzw. zum Make-up mit der Haut verschmelzen verwendet habe. Es ist einmal von Pixi das Make-up Fixing Mist Rose Water and Green Tea. Hat sehr gut funktioniert. Sehr, sehr gut funktioniert. Ich mochte auch den Sprühkopf sehr gerne. Und es ist definitiv ein Produkt, wenn ich das mal wieder irgendwo bekommen würde, ich würde es wieder benutzen. Sehr, sehr schön. Dann von Catrice das Clean ID Prime and Fix Spray mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen und vegan. Make-up Priming and Fixing Spray. Ob ich das nun benutzt habe oder nicht, also es war wie ein normales Gesichtswasser. Ich habe da jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Und von Yepoda das The Mist Have Hyaluronsäure und Lavendel Gesichtsspray, das nicht dafür gedacht ist, als Fixing Spray bzw. zum Make-up mit der Haut verbinden gedacht ist, fand ich so, so schön. Ich mochte den Duft, ich mochte, wie sich das aufs Gesicht, wie sich das auf dem Gesicht angefühlt hat, ich mochte, wie die Haut danach aussah, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also das, wenn mich jemand fragen würde, was ist für mich ein echtes Highlight von Yepoda, dann The Mist Have. Sehr schön. Ich weiß, dass ich hatte mal einen Rabattcode von denen. Ich weiß nicht, ob der noch gilt. Wenn der noch gilt, setze ich ihn euch in die Infobox. Aber ja, wissen tue ich es nicht. Es ist auch ein bisschen viel, um das alles in der Infobox zu verlinken, bin ich auch ehrlich. Ja, dann haben wir, da habe ich zweimal Mascara aufgebraucht. Und zwar einmal die Too Faced Better Than Sex. Die ist in der kleinen Reisegröße tatsächlich richtig, richtig toll. Die Bürste ist im Moment sehr groß, weil ich mein Wimpernserum ausschleichen lasse und die Wimpern werden kürzer und kürzer beziehungsweise werden weniger und weniger und die, die nachwachsen, wachsen halt langsamer nach. Diese Mascara fand ich aber für die Zeit, in der die Wimpern schön lang und voll waren, ganz, ganz toll. Und ja, ich habe auch noch eine da und werde die auch benutzen. Und die hier fand ich auch überragend von Catrice, die Glam and Doll Boost Lash Boost and Volume. Die hat wohl irgendwas drin, dass die Wimpern auch noch schneller wachsen lässt. 100% sicher bin ich mir nicht. Ich fand die aber gut. Die gibt es aber nicht mehr. Also ich habe geguckt bei Müller, bei DM, bei Rossmann. Ich finde sie nicht mehr. Die ist auf jeden Fall toll. Und wenn ihr sie zu Hause habt, benutzt die. Wirklich richtig schönes Produkt. Weiter geht's mit Parfum. Leer ist einmal von Vivavi, die es ja leider nicht mehr gibt. Sehr, sehr schade, dass sie es nicht geschafft haben. Das Herrenparfum bzw. Unisex-Parfum in der Nummer 32. Mir wurde gesagt, dass es durch Duftzwillinge sein könnten. Ich habe aber keine direkte Verbindung herstellen können. Hier ist mit Bergamotte, Magnolie und Moos? Moschus? Ich kann es euch nicht sagen. Es hat auf jeden Fall fantastisch gerochen. Ich mag ja so ein bisschen herbere Düfte. Und von Maison Margiela, der Replika-Serie, habe ich aufgebraucht Jazz Club und Coffee Break. Und ich kann euch gar nicht sagen, welchen ich schöner finde. Ich finde die beide toll. Also wirklich die Replika-Düfte von Maison Margiela. Großartig. Ich habe ja Beachwalk hier und By the Fireplace und die waren auch mega. Aber man kann die sich nicht alle kaufen. Was soll das? Das wird doch schlecht. Leer ist ein Gloss. Dem ich auch schon wieder nachweine. Und zwar der Charlotte Tilbury Collagen Lip Bath in der Farbe
Pillow Talk, genau. Die kleine Größe hatte ich mal in einem Geschenkset von der Tochter meines Ex-Freundes zu Weihnachten geschenkt bekommen. Über dieses Geschenk habe ich mich so gefreut, weil sie sich Gedanken gemacht hat, vorher geschaut hat, was könnte mir gefallen. Das, ja, hat mich sehr gerührt. Und ja, das ist absolut leer am Rand, völlig ausgekratzt. Mehr kriegt man nicht raus. Ich nehme dann irgendwann den Stopper raus, um noch so ein bisschen besser an den Rand zu kommen. Und ja, für mich der Lipgloss. Es gibt keine besseren. Ich mag auch die von Fenty. Aber der hier, die Lippen, die fühlen sich so unglaublich gut an. Luxuriös, es ist eine schöne Pflege. Der sieht ebenmäßig, gleichmäßig aus. Es ist ein Gloss, der hält den ganzen Haufen Lippen. Da machen wir uns mal nichts vor, aber dieses Hautgefühl, dieses Gefühl auf den Lippen bei diesem Lipgloss, der Wahnsinn. Von Essence habe ich den Long Lasting Eye Pencil in der Farbe Sparkling Brown aufgebraucht. Für die obere Wasserlinie, untere Wasserlinie. Der ist so zum Rausdrehen gewesen und ist komplett leer. Diese Stifte kosten 1 Euro oder 1,50 Euro, ich bin mir nicht sicher. Den in Schwarz habe ich auch immer da. Die Long Lasting Eye Pencils sind unfassbar gut von Essence. Die sind nicht super hart, die sind aber auch nicht so weich, dass sie euch direkt auf der Wasserlinie schmelzen und abstempeln. Zumindest bei mir nicht, kann ja immer nur von mir sprechen. Sonst würde ich nicht seit Jahren auch immer wieder den schwarzen von Essence nachkaufen. Also ein ganz, ganz tolles Produkt. Und Sparkling fand ich den jetzt nicht. Der war jetzt nicht so dunkel, sattes Braun, sondern mehr so ein helles Braun, aber mega. Ein Concealer habe ich aufgebraucht, und zwar von Rival Loves Me, den Skin Optimizer Under Eye Concealer. Leider sehe ich nicht mehr, welche Farbe das war, aber es war einer der hellsten. Richtig schön. Ich habe Backup schon wieder in Gebrauch. Auch hier, ich habe den Stopper rausgemacht und alles rausgekratzt. Daran sieht man, denke ich, auch, wie unfassbar gut ich den finde. Jetzt gerade nicht unter den Augen, aber auf jeden Fall meine Sonnenschäden abzudecken, damit ich dann mit leichten getönten Serien weitermachen kann und nicht unbedingt eine dicke Foundation benutzen muss. Ich finde den so, so, so gut. Der kostet quasi nichts. Und so ein günstiges Produkt. Das creased nicht. Ich muss es nicht abpudern. Es hält gut. Es ja, ist fantastisch. Wirklich. Also von Rossmann, River Loves Me, Skin Optimizer, Under Eye Concealer. Richtig, richtig toll. Dann habe ich einen Bronzer aufgebraucht von Too Faced, den Milk Chocolate Soleil. Sogar der nächste Milk Chocolate Soleil Bronzer, den ich hier habe, hat schon wieder ein Hit the Pan. Das heißt, ich benutze den schon wieder seit über einem Monat. So lange ist der hier schon leer. Fantastisches Produkt. Ich liebe auch diese Macaron-Verpackung. Ich meine, wie süß ist das bitte? Richtig, richtig schön. Der Duft ist toll. Der sieht schön aus dem Gesicht aus. Ich habe den noch heute wieder drauf, weil im Moment habe ich mein Blass-Nasen-Gesicht und ja, ein wirklich wunder, wunder, wunderbares Produkt. Ich glaube, sie sind sogar mit Kakao angereichert. Auf jeden Fall riecht es stark danach und es ist super, super schön. Benutze ich auch seit Jahren und ich glaube, ich brauche im Schnitt einen pro Jahr auf. Und von Typology habe ich auch ein bisschen was aufgebraucht. Und zwar einmal den Concentré Illuminateur Vitamin C. Also mit 5% Vitamin C ist der ein fantastischer Highlighter. Leer, leer, leer. Ich finde es irgendwie schön, dass es eine Glasflasche hat, finde es aber im Gegenzug auch wieder nicht so toll, weil es unfassbar schwierig ist, hier auch wirklich alles rauszukriegen. Ich gehe am Ende immer mit dem Pinsel rein und ja, versau mir mal meine Pinsel damit. Das ist auch nicht schön, aber der Highlighter ist so, so, so toll. Es ist, ihr macht euch ein bisschen was auf den Handrücken oder auf eine Palette und sobald ihr da reindippt, ist weg. Ich kann es nicht erklären, das ist Zauberei. Und es ist einfach so ein schönes Strahlen, das den ganzen Tag hält. Und auch meine Foundations bzw. Tinted Serums von Typology sind leer. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so ein bisschen erkennen kann. Also es ist wirklich nichts mehr drin. Ich lager die dann auch auf den Kopf irgendwann und fülle mir die, lass die dann auch wirklich einlaufen in so ein Töpfchen, damit ich auch wirklich den letzten Rest rausbekomme. Fantastisch. Wirklich fantastisch. Ich habe sie wieder da. Ich möchte auch nicht mehr ohne sein. Ein leichter strahlender Teint. Wir haben jetzt 23.17 Uhr. Ich habe mich heute Morgen um 10.30 Uhr geschminkt und guckt euch meine Haut an. Ich habe nur einmal ein bisschen Puder
Finishing Powder im Stirn und um die im Stirnbereich und um die Nase nachgelegt und ein bisschen Gloss aufgelegt. Aber das ist einfach so tolles Zeug. Verlinke ich euch in die Infobox auf jeden Fall. Guckt euch das an. Im Moment gibt es auch wieder so eine Aktion. Ihr kauft eine Farbe, wenn ihr euch nicht 100% sicher seid. Ich zum Beispiel habe immer die Nummer 1 und die Nummer 2. Meine ganze Jahresfarbe ist die Nummer 2, aber im Herbst, Winter, wenn ich blasser werde, muss ich immer auch ein kleines bisschen von der 1 zumischen, sonst ist es ein Tick zu dunkel. Was nicht bedeutet, dass man das unglaublich sieht, aber so sieht es noch gleichmäßiger und schöner aus. Ich mag das nämlich nicht, mir meinen Hals immer, also mir mein Gesicht und meinen Hals bis zum Dekolleté runter zu schminken. Das ist so eine Produktverschwendung, das mag ich nicht. Außerdem hat man es immer in den Klamotten sitzen. Ja, von daher, fantastisch, kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich glaube, so viel dekorative Kosmetik habe ich noch nie auf einmal aufgebraucht. Ich bin begeistert. Begeistert bin ich. Ja, jetzt kann ich einen riesigen Haufen Müll entsorgen und recyceln. Und denkt daran, der Code SINGLEMELANIE für 30% Rabatt bei Dalton gilt noch heute. Für mich ist heute Samstag, aber für euch, wenn ihr das morgen früh seht, hoffe ich, morgen früh seht, ist dann Sonntag. Nutzt es aus. Lege ich euch ins Herz. Genau, und bei Current Body mit Melanie CB könnt ihr auf die LED-Masken und auf die Gelmasken, auf alles, was es dort zu kaufen gibt, auch 10% sparen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.